Heute geht es bei uns um die Wohnungsnot in Niedersachsen. Wir waren bei der Fachtagung Alternativer Wohngipfel für Niedersachsen und Porträt einer jungen Frau in Flammen, das französische Drama in unserem Kinotipp. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 0511, Ihrem täglichen Magazin aus Hannover. Zu hohe Wohnungskosten und steigende Wohnungslosigkeit. Das ist mittlerweile Realität in Niedersachsen. Damit sich die Situation nicht weiter zuspitzt, trafen sich Expertinnen und Experten, Interessierte und Betroffene zu der Fachtagung Alternativer Wohngipfel für Niedersachsen. Gemeinsam wurde diskutiert und nach Lösungsansätzen gesucht. In der Marktkirche in Hannover wird viel diskutiert. Eine andere Wohnungspolitik. Zu diesem Ergebnis kommen die Vertreterinnen und Vertreter des Alternativen Wohngipfels, der sich unter anderem aus der Landesarmutskonferenz, des Asphaltmagazins und des DGB zusammensetzt. Über 100.000 bezahlbare Wohnungen fehlen in Niedersachsen. Wohnungslosigkeit und die Spaltung der Gesellschaft sind die Folge. Die Konferenz fordert die Landesregierung zum Ausbau der sozialen Wohnungsbaupolitik auf. Für eine soziale Wohnungspolitik muss man einfach diese Differenzierung haben zwischen einer Wohnung als Marktgut und als Sozialgut. Und eine Wohnung als Sozialgut bedeutet einfach, dass sie im öffentlichen Eigentum sein muss oder eben eine Belegungsbindung drauf ist. Und davon haben wir im Moment definitiv zu wenig Wohnungen in Niedersachsen. Neben Expertinnen und Experten soll auch die Sichtweise von Betroffenen mit einbezogen werden. Dazu wurden Wohnungslose eingeladen, um ihre Situation genauer zu beschreiben. Gut, wir haben sehr viele ausgegrenzte Gruppen am Wohnungsmarkt. Das sind Wohnungslose, das sind Asylbewerber, das sind Alleinerziehende, das sind Behinderte. Und die Wohnungslosen sind eben eine wichtige Gruppe in diesem ganzen Spektrum. Und die mit einzubeziehen, ist immer sinnvoll. Das hat die Landesarmutskonferenz schon immer gemacht. Jedem eine bezahlbare Wohnung ermöglichen. Das ist das Ziel und die Forderung an die Landesregierung. Wegen der hohen Nachfrage sollen insbesondere kleinere Wohnungen für Einzelhaushalte ausgebaut werden. Also ich warte das Ganze erstmal ab, was tatsächlich am Ende dabei rauskommt. Angekündigt wurde schon sehr viel in Niedersachsen. Bei den geschaffenen Sozialwohnungen je 100.000 Einwohner lag Niedersachsen in den letzten Jahren auf dem drittletzten Platz, kurz vor Thüringen und dem Saarland. Das heißt, bisher hat man herzlich wenig getan und ich hoffe, dass es sich bessert. Das stelle ich aber erst fest, wenn es wirklich soweit ist. Eine andere Wohnungspolitik ist möglich. Und auch notwendig, um jeden in Niedersachsen ein sicheres und bezahlbares Zuhause zu bieten. Und wir kommen jetzt zu den Nachrichten des Tages, zusammengefasst von Niklas Kuschkowitz. Einnahmeausfälle von rund 500 Millionen Euro für 2020 bis 2023. Das hat der niedersächsische Finanzminister Reinhold Hilbers als Steuereinschätzung ausgegeben. Wir befinden uns weiterhin in einer Wachstumsphase, allerdings ist diese nicht mehr ganz so ausgeprägt wie in den vergangenen Jahren. Wir haben weniger Mehreinnahmen, aber immer noch eine beträchtliche Steigerung des Steueraufkommens. So Hilbers. Unterstützung für Landwirte. Die Gemeinde Wedemark macht sich für ein besseres gesellschaftliches Verständnis für eine moderne und tierfreundliche Landwirtschaft stark. Im Rahmen der Kampagne Echt Grün, eure Landwirte, wurde heute ein Werbeplakat enthüllt. Also die Kampagne Echt Grün ist eine wunderbare Initiative aus der Landwirtschaft, um darauf aufmerksam zu machen, dass es die Landwirte sind, die den wesentlichen Beitrag in Deutschland dazu leisten, dass wir unsere Nahrungsmittel auch tatsächlich zu Hause im Kühlschrank vorfinden können und verarbeiten können. Und ja, ich glaube, es macht Sinn, auch immer wieder darauf hinzuweisen, dass das nicht einfach so automatisch in die Supermärkte kommt, sondern dass dahinter Menschen stehen, die diese Lebensmittel auch produzieren. Wahlempfehlung für die Stichwahl. Der Vorstand des SPD-Stadtverbandes Hannover empfiehlt die Wahl des grünen Kandidaten Belit Onay. Die inhaltlichen Schnittmengen sind mit dem Oberbürgermeisterkandidaten der Grünen größer. Außerdem steht Belit Onay dafür, die inhaltlich gute Arbeit der SPD-, Grünen- und FDP-Koalition weiterzuführen. Mit unserer Unterstützung wollen wir unseren Wählerinnen und Wählern eine Entscheidungshilfe geben. Wir hoffen auf eine große Beteiligung an der Stichwahl am Sonntag. So der Vorsitzende Alptekin Kirji. Eine schöne heiße Tasse Kaffee, das gehört für mich mittlerweile zum Tag dazu.
Und genauso wie ich denken auch viele andere. Aber was macht einen guten Kaffee aus? Wir waren bei der Kaffeemanufaktur in Hannover zu Besuch und haben uns den Weg von der Bohne bis in die Tasse genauer angesehen. Kaffee, das Lieblingsgetränk der Deutschen. Vor allem im Büroalltag ist das schwarze Heißgetränk äußerst beliebt. Pro Kopf trinkt jeder Deutsche etwa 160 Liter pro Jahr, noch vor Wasser oder Bier. Und laut dem Deutschen Kaffeeverband ist der gute alte Filterkaffee dabei immer noch die beliebteste Zubereitungsart, neben der French Press, der Siebträgermaschine oder dem Kaffeevollautomaten. Das Wort Kaffee leitet sich dabei aus dem Arabischen ab und bedeutet so viel wie Lebenskraft oder Stärke. Heute gibt es zahlreiche Hersteller von Kaffee. Von industriell gefertigter Produktion bis hin zum lokalen Kaffeeröster. So einer ist nämlich Andreas Berndt von der Hannoverschen Kaffeemanufaktur. Er erklärte uns einige Unterschiede zur Massenproduktion. Also es beginnt in der Rohstoffauswahl, geht dann weiter bei der Röstung. Also wir rösten nicht industriell, das heißt bei sehr hohen Temperaturen, bei bis zu 600, 800 Grad innerhalb von 2 Minuten und der Kaffee ist fertig. Sondern wir rösten je nach Wetterlage und dem jeweiligen Rohkaffee zwischen 19 und 24 Minuten. Also sehr, sehr niedertemperaturig und sehr lange. Das hat einen Grund, weil immer wenn ich etwas grille, backe, brate oder röste, entsteht in dem Moment, wo sich Zucker und Eiweiß umwandelt in Röststoff. Also dann, wenn es anfängt, braun zu werden. Also beim Pommes, bei Keksen, auch beim Kaffee. In dem Moment entsteht auch Acrylamid beim Kaffee auf relativ niedrigem Niveau, aber es beginnt zu entstehen. Steigt jetzt die Bohnentemperatur an, bleibt die Entstehung von Acrylamid immer noch auf einem relativ niedrigen Niveau, bis die Bohne etwa 190 Grad erreicht. Wenn die Bohne heißer wird als 190 Grad, explodiert die Acrylamidentstehung. Also es wird ein Vielfaches von der. Also bleiben wir immer unter 190 Grad Bohnentemperatur, sodass wir sicherstellen, dass wir nur ein absolutes Minimum an diesem Acrylamid haben. Deshalb werden die Richtwerte für Acrylamid ständig überprüft, um den Anteil im Kaffee möglichst niedrig zu halten. Denn dieser steigt durch kurzes und heißes Rösten, wie es in Industrieröstereien passiert, aus Kostengründen. Dennoch halten sich die großen Hersteller an die EU-Vorgaben. Niemand muss also Angst haben, dass ein paar Tassen Kaffee pro Tag gesundheitsschädlich sind. Ganz im Gegenteil, 3 bis 5 Tassen pro Tag sind laut wissenschaftlicher Studien sogar gesundheitsfördernd. Und die Qualität? Woran erkennt man einen guten Kaffee? Der Profi hat einen Tipp für uns. Lassen Sie einfach einen Rest von Ihrem Kaffee in der Tasse kalt werden. Und wenn er kalt immer noch schmeckt, dann sagen Sie, lecker. Und Sie nicht Gänsehaut kriegen und nicht nach, der schmeckt nicht nach Maggi, sondern der ist immer noch so, dass Sie sagen, ist lecker. Dann haben Sie ein ordentliches Produkt bekommen. Begonnen hat alles im Jahr 2012. In diesem Jahr hat der gelernte Chemielehrer die Hannoversche Kaffeemanufaktur in Linden-Limmer gegründet. 30 Mitarbeiter in 3 Geschäften. Der Familienbetrieb ist in der Region bekannt. Angeboten werden ausgewählte und selbst geröstete Kaffeespezialitäten. Kleinere Mengen, dafür aber in hoher Qualität. Das ist das Ziel. Und dieses reicht auch über Deutschlands Grenzen hinaus. In der Hannoverschen Straße in Changde im Osten von China betreibt einer seiner Söhne eine weitere Filiale. Kaffee verbindet eben. Doch wie viel davon trinkt nun der erfahrene Röstmeister selbst pro Tag? Also 20 trinke ich immer. Also morgens geht es dann schon los zu Hause, da trinke ich 3 bis 4. Und dann mache ich es hier in der Rösterei auch noch beruflich. Und so im Laufe des Tages komme ich dann schon auf meine 20 Tassen. Fazit: Kaffee ist nicht gleich Kaffee. Und wer auf Qualität und vor allem Gesundheit setzen will, der sollte in Zukunft bei der Kaffeeauswahl nicht nur auf den Preis achten. Denn Deutschlands Genussmittel Nummer 1 sollte mehr sein als ein hippes Lifestyle-Getränk. Und wir haben jetzt unseren Kinotipp für Sie. Im französischen Drama Porträt einer jungen Frau in Flammen treffen 2 unterschiedliche Frauen aufeinander. Die eine ist Malerin, die andere eine adlige und unglückliche Braut. Bei ihrem Zusammentreffen soll ein Porträt für die Hochzeit entstehen. Aber es kommt anders als gedacht. Der Mann, der sich für meine Tochter interessiert, kommt aus Mailand. Wir ziehen dorthin, wenn ihm das Porträt gefällt. Sie gehen fort. Eins sollten Sie wissen. Ein Maler hat sie bereits vergrault vor Ihnen. Auf ganz einfache Art und Weise. Sie hat sich geweigert, Modell zu sitzen. Er hat nie ihr Gesicht gesehen. Wieso will sie nicht gemalt werden? Weil sie diese Heirat ablehnt.
Die Pariser Malerin Marianne bekommt einen denkwürdigen Auftrag. Sie soll die junge adlige Eloise malen, ohne dass diese es merkt. Das Porträt nämlich ist ein Anhaltspunkt für den zukünftigen Gatten, die Ehe einzugehen. Eloise hingegen hat weder Lust, verheiratet zu werden, noch sich malen zu lassen. Marianne muss also das Vertrauen der jungen Frau gewinnen. Dieses erfolgt bei langen Strandspaziergängen. In der Bretagne des vorrevolutionären späten 18. Jahrhunderts. Die französische Produktion Porträt einer jungen Frau in Flammen von Céline Chamard wird hoch gelobt. Die Inszenierung, aber auch das Schauspiel der beiden Hauptdarstellerinnen erhalten hohe Anerkennung. Der Film wurde 2019 in Cannes uraufgeführt und hat seitdem schon etliche Preise gewonnen. Ich habe versucht, einen Film zu drehen, in dem du leben möchtest. Einen, den du aus dem Kino mit nach Hause nimmst. Einer, der sich wie ein Zuhause anfühlt. Einen, den du mit dir trägst und der ein Schutzraum sein kann. Du kannst die Augen schließen und bist auf einmal im Atelier dieser Malerin. In the room, in the workshop. Eloise? Hm? Ich muss Ihnen etwas sagen. Ich bin Malerin. Ich bin hier, um Sie zu malen. Ich habe gestern Ihr Porträt beendet. Sehen Sie mich an? Die beiden Frauen sind sich näher gekommen. Und dann willigt Eloise überraschend doch ein, für das Porträt Modell zu sitzen. Ich wollte eine Liebesgeschichte erzählen. Ein Film mit Liebe in seinem Zentrum. Liebe, wie sie entsteht. Der Aufstieg des Begehrens und das Aufblühen der Liebe. Aber auch die Erinnerung an Liebe. Was von einer Liebe übrig ist, wenn sie vorbei ist. Der Verlauf der Liebe durch die Zeit. Porträt einer jungen Frau in Flammen hat die Form eines Historiendramas, aber die Dynamik, die den Film trägt, ist eher zeitlos. Damit ist ein Werk entstanden, das in der Flut der Neuerscheinung vielleicht das Zeug zum Klassiker hat. Schwerelos zwischen Erde, Mond und Mars. So lautet das diesjährige Motto der Jugendbuchwoche. Bis zum 8. November können Kinder und Jugendliche in ferne Welten und abenteuerliche Reisen abtauchen. Die Woche bietet unter anderem Lesungen, Ausstellungen und verschiedene Workshops. Veranstaltet wird das Projekt vom Fachbereich Kultur der Landeshauptstadt Hannover und dem Friedrich-Bödecker-Kreis. Genauere Infos zu den einzelnen Programmpunkten finden Sie unter der eingeblendeten Seite. Und das war's auch schon wieder für heute mit 0511. Morgen begrüßt Sie dann mein hochgelobter Kollege Felix Krügel. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss.